Ein Mann, der auf den Plakaten überall verkündet, für ein Europa der Menschen und nicht des Geldes zu sein. Nicht? Wir haben ihn eben mal dabei erwischt, dass er das Tagesgeld von 304 Euro für den Wahlkampf in Deutschland unregelmäßig kassiert hat. Das ist der Mann, der sagt, für ein Europa der Menschen und nicht des Geldes. Bravo! Das ist ein Mann, der die unterschiedlichen ökonomischen Kulturen in Europa den Bedürfnissen einer Einheitswährung unterordnen will. Und der sagt, er ist für ein Europa der Menschen und nicht des Geldes. Hier haben wir einen Europäer des Geldes und nicht der Menschen, meine Damen und Herren. Bravo! Im Übrigen halte ich es für völlig unmöglich, dass der Präsident des Europäischen Parlaments, der eine neutrale Position hat, sich weiter vom Europäischen Parlament bezahlen lässt und nicht nur das, in dieser Funktion auch in Deutschland schamlos Wahlkampf betreibt. Das ist eine Unmöglichkeit, eine Sache, die skandalisiert werden müsste, aber von den deutschen Medien überhaupt nicht erwähnt wird, meine Damen und Herren. Oder nehmen Sie den anderen Spitzenkandidaten, den Spitzenkandidaten der CDU, Jean-Claude Juncker. Meine Damen und Herren, der hat mal gesagt, wenn man den Euro retten will, muss man lügen. Wissen Sie was? Da hat er endlich mal die Wahrheit gesagt. Es ist unglaublich. Dieser Mann vertritt ein Projekt und sagt, dass man es nur retten mit Lügen kann. Meine Damen und Herren, die Lügen gehen weiter. Ich habe es persönlich immer wieder erlebt. Ein Projekt, ein Friedensprojekt, was man nur mit Lügen am Leben halten kann, um das ist es sehr, sehr schlecht bestellt, meine Damen und Herren. Was hat die AfD vor? Wir werden im Europäischen Parlament dafür sorgen, dass zum ersten Mal Kompetenz in Europa sichtbar wird. Sie werden keine Partei finden, die mit so vielen kompetenten Leuten, die im Leben auch mal außerhalb der Politik schon was geleistet haben, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, Leute, die keine politische Karriere hinter sich haben. Und wir werden mit unseren 6, 7, 8 oder 9 Personen dort schon deshalb auffallen, weil zum ersten Mal eine deutsche Truppe sich dort sehen lässt, die Kompetenz hat und nicht ihr ganzes Leben lang in irgendwelchen Parteigremien Karriere gemacht hat, um dort entsorgt zu werden. Bravo! Zweitens, wir werden uns dort Mitstreiter suchen. In Deutschland haben wir im Parlament noch keine. Wie gesagt, unter den 633 Abgeordneten des Deutschen Bundestags gibt es immer noch nicht einen einzigen, der zu einer alternativen Politik des Euro sich bereit erklärt. Also dort wird es aber nach der Wahl, jetzt am 25. Mai, circa 30% von Abgeordneten aus allen möglichen europäischen Ländern geben, die gegen den Euro sind, meine Damen und Herren. Das ist eine neue Qualität. Ich will es mal so rum ausdrücken. Wenn die Deutschen zu blöd sind, um den Euro abzuschaffen, dann müssen wir Verbündete im Ausland finden. Oh. Genau das ist die Politik. Das Dritte, was wir machen werden, wenn wir im Europäischen Parlament sind, dann kommen die ersten 3 Landtagswahlen in diesem Jahr. Und das sind 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland haben wir schon bei der Bundestagswahl über 5 oder 6 oder 7% bekommen. Das heißt, mit Sicherheit sind wir auch in den Landtagen drin. Sie haben dann am Ende des Jahres plötzlich die AfD in 4 Parlamenten. Meine Damen und Herren, keine Gewalt. Die Leute können nichts dafür, wirklich. Sie sind zu bedauern. Keine Gewalt, sie sind zu bedauern. Ich weiß auch, dass Diskussion mit den Leuten unmöglich ist. Machen Sie es nicht. Meine Dame, lassen Sie es. Keine Gewalt. Wir haben doch sonst nichts im Leben, als zu protestieren. Also was soll's. Sie sind so besonders stolz darauf, dass Sie mit Ihrer Sonnenbrille da rumläuft. Also lassen Sie es, macht nichts. Meine Damen und Herren, die AfD hat ein Wahlprogramm zusammengestellt, was es in der ganzen Geschichte Deutschlands noch nie gegeben hat. Es ist ein basisdemokratisch zustande gekommenes Wahlprogramm. Wir haben unsere 116 Wahlthesen unseren 18.000 Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. Und da
das Europawahlprogramm ist das erste Programm, was es in der ganzen Geschichte Deutschlands gegeben hat, was auf dieser basisdemokratischen Art und Weise zusammengekommen ist. Zweitens, wir sind präzise in diesem Wahlprogramm. Vergleichen Sie das mal mit dem Wahlprogramm der anderen Altparteien. Wir sagen auch, wie der Wasserkopf in Europa zu reduzieren ist. Wir sagen, dass die 50.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dort indirekt und direkt beschäftigt sind, in einem Zeitraum von 7 Jahren um 50% zu reduzieren sind, meine Damen und Herren. Und das geht. Viele deutsche Firmen haben diese Opfer bringen müssen. Stichwort Restrukturierung. Teilweise haben sie ihren Mitarbeiterbestand auch von 100 auf 0% gebracht, weil sie pleite gegangen sind. Übrigens ist genau das, was die Europäische Kommission und die Troika von Griechenland verlangt. Und das soll an diesem überversorgten, überprivilegierten Wasserkopf in Brüssel vorbeigehen, meine Damen und Herren, nicht mit der AfD. Meine Damen und Herren, lesen Sie das Parteiprogramm. Sie werden feststellen, es ist ein modernes Programm. Es ist ein europafreundliches Programm. Es ist ein EU-freundliches Programm. Es bietet Alternativen in vielen Politikbereichen der Europapolitik an. Es ist auch ein ausländerfreundliches Programm. Sie werden dort eine Menge Elemente finden, die selbst die Altparteien nicht haben. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir die einzige Partei inzwischen sind, die den Asylbewerbern, wenn sie hier monatelang auf die Entscheidung der Gerichte warten, das Recht auf Arbeit einräumen. Das Recht wird ihnen von den Altparteien heute vorenthalten. Meine Damen und Herren, wir haben uns für das kanadische Einwanderungsmodell und Zuwanderungsmodell entschieden. Ein extrem modernes Einwanderungsrecht mit großem Erfolg in diesem Land. Wir sind neben den Grünen und den Liberalen die einzige Partei, die sich jetzt gegen das Vorratsspeicherdiktat von Europa wehrt. Auch das finden Sie im Programm. Meine Damen und Herren, Sie haben eine Fülle von liberalen Elementen, die Sie nie in einer rechtspopulistischen Partei finden würden. Alles das, was man uns hier vorwirft, und das Resultat dieser Vorwürfe sehen Sie hier, hat keine einzige Grundlage. Es gibt natürlich in unserer Partei, das will ich auch nicht verhehlen, immer mal wieder Leute, die irgendeinen Blödsinn sagen. Und wir erfahren immer wieder, dass die Medien mit einer Lupe sozusagen diese Dinge herausgreifen und völlig ohne Grundlage uns als programmatische Aussage vor die Füße legen. Lassen Sie sich von den Medien nicht aufs Glatteis führen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich heute mal mit einem Zitat enden, was von einem Mann, den ich mein Leben lang bewundert habe und vergöttert habe. Ich bin 18 Jahre Mitglied bei Amnesty International und habe mich für die Menschenrechte überall in der Welt engagiert und eingesetzt. Dieses Zitat kommt von Mahatma Gandhi. Und es passt wunderbar auf genau die Situation, in der wir in Deutschland uns heute befinden und die Sie hier wunderbar dargestellt sehen. Dieser Mann musste sich als Einzelkämpfer gegen eine riesige Übermacht, nämlich die Kolonialmacht Großbritannien, durchsetzen. Und er hatte gesagt, wir arbeiten in 4 unterschiedlichen Phasen. Die erste Phase ist, man ignoriert uns. Darüber sind wir hinweg. Die zweite Phase ist, man macht uns lächerlich. Darüber sind wir hinweg. Die dritte Phase ist, man bekämpft uns. In der Phase befinden wir uns heute, meine Damen und Herren. Und in der vierten Phase, am 25. Mai bei der Europawahl, haben wir gewonnen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, vielen Dank, Hans-Olaf Henkel, für diese tolle Rede. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit. Es wird zwar hier viel gepfiffen, aber wir sind ja auch eine Partei, die bürgernah ist. Und wir möchten Ihnen gerne die Möglichkeit geben, dadurch, dass wir noch ein paar Minuten haben, wenn Sie möchten, Herrn Henkel ein, zwei Fragen zu stellen. Ich mache das jetzt so, dass ich ein Mikro nehme und mich hier vorne hinstelle.
Also Sie können auch fragen, ja. Sie müssen nicht nur Scheißverein irgendwie hochhalten und wenn Sie es hochhalten, halten Sie es richtig rum hoch. Sie können auch Fragen stellen, ja. Aber vielleicht verzichten wir da auf Vulgärausdrücke und so. Wir wollen ja hier ein bisschen den Anstand wahren. Ich nehme jetzt das zweite Mikro, lasse Herrn Henkel dieses Mikro und dann können Sie Fragen stellen. Wetzlar, kommen Sie gleich nach Wetzlar. Ich komme aus Wetzlar. Gießen ist bunt, ist vielfältig. Es haben viele Mitbürger, Mitbürgerinnen Angst vor dieser Alternative, weil sie die Zuwanderung indirekt als Bedrohung bei ihnen angesprochen haben. Zum Beispiel in ihrem Werbespot. Es werden nur Ausländer, Migranten gerne gesehen, die Leistung zeigen. Ich bin selbst Lehrer, frage, was ist mit den Menschen, die eine Begabung haben, aber nicht in allen Bereichen, die nicht überall die Leistung zeigen, die in ihrem Werbespot. Haben diese Menschen in ihrer Partei Platz, in diesem Deutschland? Ich bin auch im Ausland. Und warum haben Sie von Zuwanderung, von Flüchtlingen, von Nichtdeutschen heute nicht geredet? Also ich bin Ihnen dankbar für die Frage, die irgendwie typisch ist für einen Journalist. Habe ich heute vom kanadischen Zuwanderungsmodell geredet? Können Sie mich filmen? Habe ich heute davon geredet, dass wir in der Asylpolitik die liberalste Position haben von allen Parteien? Und jetzt lassen Sie sich mal die Frage dieses Journalisten auf der Zunge zergehen. In dieser Frage wurde schon wieder impliziert, dass wir was gegen Zuwanderer und gegen Asylanten haben. Meine Damen und Herren, umgekehrt ist, wird ein Schuh draus. Selbstverständlich stehen wir mitten auf dem Grundgesetz und auf der gesetzlichen Grundlage, wenn wir sagen, dass Leute für ihr Einkommen auch erstmal selbst verdienen müssen. Das ist doch wohl selbstverständlich. Und insofern unterscheidet sich die Partei von niemandem. Wir lassen uns auch von den Medien, die natürlich wie eine Walze gegen uns in den letzten Tagen dieses Wahlkampfs versuchen, in die rechte Ecke zu drücken, nicht den Schneid abkaufen. Also, wir sind eine ausländerfreundliche Partei. Wir haben ein Asylprogramm, was liberaler und anständiger gegenüber den Asylanten ist als von allen anderen Parteien. Vielen Dank. Hier gibt es eine weitere Frage. Ich bin etwa auf. Wer garantiert eigentlich die Kredite, die die Zentralbank ausgibt? Die Zentralbank selber oder die Länder? Also, diese Kredite werden im Grunde von vier Ländern garantiert. Das ist Finnland, das ist Österreich, das ist Holland und das ist Deutschland. Und wir sind ja in Hessen. Hessen ist, wie Sie wissen, im Bund-Länder-Finanzausgleich ein sogenanntes Geberland. Wir haben in Deutschland inzwischen 13 Nehmerländer und 3 Geberländer. Und das ist ein Modell totaler Verantwortungslosigkeit. Denn wenn Bremen 1 Euro einnimmt, wenn Bremen 1 Euro ausgibt, dann kriegt er 97 Cent zurück. Und wenn Hessen 1 Euro einnimmt, muss es 97 Cent abgeben. Das ist das derzeitige Prinzip des deutschen Länderfinanzausgleichs. Hessen hat zusammen mit Bremen, mit Bayern, das vor dem Bundesverfassungsgericht jetzt gebracht. Warum? Weil dieses System organisierter Verantwortungslosigkeit nicht mehr geändert werden kann, es sei denn, eine Reihe der Nehmerländer stimmt mit für die Änderung. Das tun sie aber natürlich nicht. Und was ich jetzt sagen will ist, in Europa haben wir genau das gleiche System jetzt. Wir haben in Europa folgendes System. Da gibt es folgende Geberländer. Das ist Hessen, das ist Bayern, das ist Baden-Württemberg, das ist Österreich, Holland und Finnland. Das sind 5. Und die anderen 13 Länder sind die Nehmerländer. Und die werden uns natürlich bis zum Rest des Euros immer überstimmen. Und auch aus diesem Grunde ist eine Änderung dieser Einheits-Euro-Politik absolut notwendig. Vielen Dank, Herr Henkel. Ich sehe es.
an diese Veranstaltung, diese Kundgebung. Denken Sie dran, wenn Sie sich bei der Europawahl entscheiden, für die AfD entscheiden, wir sind auf dem Stimmzettel relativ weit unten, weil es die erste Europawahl für uns ist und die Position auf dem Stimmzettel werden immer anhand des vorangegangenen jeweiligen Wahlergebnisses gemessen. Und wir sind auf Listenplatz 20. Wenn Sie sich für die AfD entscheiden, ist Ihre Stimme gut vertreten.